Okay, hallo und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch Nächte, Vampire the Masquerade, Blutlein. Das Tier. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Okay, wir warten hier kurz, bis alle sich beruhigt haben. Okay, und... Wie soll es sein? Die verhasste Sonne bricht um mein Leben. Stehen bleiben und Geld her. Ja, ja. Kommt näher. Komm rein. Klang meines Schwertes. Zur Hölle mit euch. Stehen bleiben und Geld her. Yeah. Das und Geld her. Ihr getan. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Zur Hölle mit euch. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Verdammt. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Komm. Stehen bleiben und Geld her. Okay, die wurden besiegt. Jetzt fehlt nur noch der, der hier wartet. Verdammt, und keiner von uns... Bis auf sie. Kommt, trinkt die Vite des Todes. Ja, aber nur ein bisschen. Ich will nicht allzu viel. Blut. Ich verlange nach Blut. Gut. Stehen bleiben und Geld her. So, alle getötet. Wunderbar. Wunderbärchen. Gut, dann. Köstliche Berührung. Ah. Sind schon wieder voll. Also Christoph, oder? Ja. Wir können aber ein paar Waffen einem gewissen Herrn geben. So. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Ja, ich weiß, wir speichern extrem oft, aber dieses Spiel ist gnadenlos. Es frisst sich mit Haut und Haaren, wenn du nicht aufpasst. Stehen bleiben und Geld her. Oh. Das habt ihr getan. Ah. Das kommt. Verdammt. Ihr freut euch von der Tat. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Ja, doch mit ihm. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Der Tod wächst in mir und mein Tode naht. Verdammt. Immer wieder das Gleiche. Okay, wir haben auch so gut wie kein Blut mehr. Der hat bitte schon Blut gekriegt. Hier klicken, um die Folgenmodus zu schalten. Um den Folgenmodus. Ja. Aber. Die, hä? Ich offeriere euch das reiche, rote Blut meines Herzens. Ja, danke schön. Okay, das tat gut. Jetzt wechseln wir mit allen durch. Und, ja. Ich offeriere euch das reiche, rote Blut meines Herzens. Ja, dankeschön. Wir saugen nur ein wenig. So. Ich offeriere euch das reiche, rote Blut meines Herzens. Ja, 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 das ist gut. Oh.
nochmal. Und vielleicht nochmal. Perfekt. Er soll sich auch heilen. Gut. Und einmal er. Gut, da alle geheilt wurden, speichern wir nochmal. Und gehen darüber. Stehen bleiben und Geld her. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Schlag für Schlag drauf. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Okay, auch dieser wurde besiegt und... Ah, das ist der Spiegel. Ach so. Okay, dann können wir ja sehen, welche leuchten und welche nicht. Aber war da hier auch ein Spiegel? Nein. Doch. Aber von hier aus können wir nichts sehen. Gut, aber hier können wir sehen... Einmal der da und einmal der da. Jojo. So einfach kann's gehen. Stehen bleiben und Geld her. Was? Was? Habt ihr getan? Wo sind die anderen? Leute. Kommt, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir wollen einfach weitergehen und weiter und weiter und weiter. Die Schatten hier sind schwärzer als die Nacht. Selbst inmitten eines so bösen Ortes gibt es ein Herz der Schönheit. Stehen bleiben und Geld her. Okay, zuerst einmal Schönheit, bla bla bla. Speicherplatz 1, beschreiben. Oh ja. Zur Hölle mit euch! Kommt näher! Zur Hölle mit euch! Und hört den süßen Klang meines Schwertes! Kommt näher! Und hört den süßen Klang meines Schwertes! Und weg ist er! Okay, wir können diesen Fass hier kaputt machen. Griechisches Feuer. Okay, was haben wir sonst noch? Aha. Zur Hölle mit euch! Was war das? Keine Ahnung, aber wir können rauflaufen und alle vernichten die hier. Seht, die Schatten leben. Dann können sie auch sterben. Zur Hölle mit euch! Des Wohlstandes von euch. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Heilen. Nochmal. Warum stirbt er nicht? Das Tier erhebt sich aus den dunkelsten Winkeln meines Herzens. Zur Hölle mit euch! Ist das tot? Es ist tot. Und der läuft hin und her. Okay, wir nehmen ein bisschen die Saphire und Diamanten. Warum das auch hier rumliegt. Nicht in einer Schatzkiste oder irgendwo. Nein, nein, es liegt einfach hier rum. Gut, was haben wir alles für unbekannte Vita? Das gebe ich auch ihr. Hä? Anbieter. Okay.
Für alle physische und mentale Attribute. Erhöht Blut. Tut mir leid, meine Fräulein, aber... Stehen bleiben und Geld her. Ich grüße euch, oh würdiger Gegner. Und ich danke euch für eure Sitztür. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Getan. Zur Hölle mit euch! Getan. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt näher. Der letzte. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Perfekt. Gut. Okay, und hier soll irgendwo dieser Priester sein. Eigentlich interessant. Gut. Wir gehen alle hier rüber. Dann wird gespeichert nochmal. Denn das ist wichtig. Sie kann trinken. Es sei euch gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen, um für euer Wohl zu sorgen. Ja, das ist gut. Okay, das sollte ausreichen. Dann soll sie sich ein bisschen heilen. Gut, jetzt sind wir wieder Christoph. Wir speichern jetzt auf Platz 2. Nur für den Fall, dass wir, falls wir irgendeinen Schwachsinn gemacht haben. Die La Sombra lieben Porträts, da sie sich nicht länger im Spiegel betrachten können. Was? Das ist ein sonderbarer Effekt von Kains Blut. Okay, La Sombras haben kein Spiegelbild. Wir schon, aber sie nicht. Stehen bleiben und Geld her. Ich grüße euch, verwirrender Gegner. Und ich danke euch für eure Besitztümer. Zur Hölle mit euch! Komm schon. Komm. Zur Hölle mit euch! Draufhauen und töten. Komm, komm. Zur Hölle mit euch! Komm, komm. Das ist... Zur Hölle mit euch! Hallo? Na, endlich! Eine Tafel? Okay, Serena. Na, bestimmt. Der Hunger wächst in mir und mein Tode naht. Okay. Verstehe. Es sei euch gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen, um für euer Wohl zu sorgen. Gut, und jetzt... Was ist das? Der Hunger wächst in mir und mein Tode naht. Aha. Eines dieser Schilder. Okay. Gut, die La Sombras können sich also nicht im Spiegel betrachten. Oh Gott, nicht schon wieder so einer. Meine Gewalt
Wir verspüren Mangel an wertvollem Blut. Oh. Jetzt ist er schneller gestorben. Stehen bleiben und Geld her. Ja! Kommt ja! Näher! Ja! Und hört den süßen ja! Kleinen Schwert. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Sterbe endlich. Stehen bleiben und Geld her. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Jetzt sterbt! Ihr getan. Das ihr getan. Zur Hölle mit euch! Verdammt. Zur Hölle mit euch! Komm schon! Den Klang meines Schwertes. Komm. Kommt näher. Komm und stirb. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Zur Hölle mit euch! Stirb! 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 Verdammte Scheiße, stirb! Kommt her! Der Hunger beschwört das Wilde in mir! Ein unbändiges Tier! Komm! Das Sombra! Getan. Ja, was haben wir wohl getan? Wir haben ein Monster wie ihr abgeschlachtet. Gut, das hätten wir. Verdammt. Was das Leben angeht, sind wir nicht gerade die Besten. So. Aber wie sieht's eigentlich aus mit Gold? Das Gold sammelt sich langsam. Die Punkte eigentlich auch. So, und jetzt weiter geht's. Aber bevor wir weitergehen, wie eh und je, wird gespeichert. Diese geisterartigen Scheißmonster, also stehen bleiben und Geld her. Die ja! sind scheiße. Ich grüße euch, und ich danke euch für eure Besitztümer. Das Tier erhebt sich aus dem dunkelsten Winkel meines Herzens. Komm. Das Tier erwartet von mir. Danke, Scheiße. Zur Hölle mit euch! Okay, wir können Leichen. Ich meine, wir können laden. Also, wie sieht es aus? Ja. Leider sieht es nicht allzu gut aus. 60, was haben wir? 45, 15. Stufe 2, Stufe 3. Lockruf. Ruft hier zur Unterstützung herbei. Ob wir sie die einzelnen herlocken können. Stehen bleiben und Geld her. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Das kommt näher. Ihr hört den süßen Klang meines Schwertes. Getan.
Und jetzt auf ihn mit Gebrüll. Okay, okay, gut. Ah, der zweite ist da drüben. Zur Hölle mit euch! Und los! Zur Hölle mit euch! Na, endlich! Treffen wir überhaupt? Oder... Ich weiß es nicht. Oder... Was ist das? Treffen? Treffen wir nicht? Keine Ahnung. Wir speichern nochmal. Wir gehen da ums Eck. Da ist Luther. Oder Lufa. Okay. Ich wollte eigentlich die Aufnahme stoppen, aber... Wir werden höchstwahrscheinlich kämpfen müssen, also würde ich sagen, wir speichern hier, schauen und wir werden höchstwahrscheinlich, wir werden so oder so verlieren, da ich, ja, ich sage, wir verlieren, weil ich nur die Story schnell sehen will. Ja. Wozu sollte Luther Black die Vertreibung Kains aus dem Garten Eden glorifizieren? Vielleicht erinnert sie ihn an seinen eigenen Ausschluss von der Menschheit. Wen sucht ihr? Den La Sombra Luther Black. Der bin ich. Ihr seid also hier, um mich zu töten? Ja. So kommt, tötet mich, wenn ihr könnt. Ich erwarte das Sakrament eurer Klinge. Und die Ketten des Verräters Orsi. Wartet nicht länger. Ja. Es schickt sich nicht, einen Mann der Kirche warten zu lassen. Halt! Ich wünsche euren Tod nicht, Luther. Ich will nur, dass die unschuldigen Gefangenen der Tremere freikommen. Mich scheren eure Wünsche nicht, Welpe. Schreitet zur Tat oder hinfort. Ihr habt nichts getan, wofür ihr den Tod verdient. Christoph, spielt nicht mit dem Essen. Das gehört sich nicht. Weshalb seid ihr so erpicht auf den Tod? Den Kelch gab der Vater mir. Warum sollte ich nicht trinken? Ketzer, der Herr hat euren Tod nicht befohlen. Vielmehr sucht ihr Erlösung von der Bitterkeit des Unlebens. Himmel, Christoph, so tötet ihn. Er will sterben. Ich sehe, ihr seid mir ähnlich, Christoph. Auch ihr sucht einen Ausweg aus dem Unleben. Einst hatte ich dieses selbstsüchtige Ziel. Doch nun erstrebe ich nur die Rettung derer, die ich in Gefahr brachte. Dann seid ihr wahrlich der, um den ich bat. Wollt ihr erlöst werden, so erlöst mich. Ich werde euch nicht töten. Bitte, ich flehe euch an. Der Himmel bleibt mir verwehrt, erhebe ich die Hand gegen mich selbst. Doch ihr habt die Macht, mich zu töten. Es wäre ein Akt der Nächstenliebe. Wenn ich eure Last auf mich nehme, bliebet ihr schuldlos und ich müsste eure Sünde allein tragen. Eure Himmelfahrt wäre meine Verdammnis. Nein! Doch, so ist es. Ja, so ist es. Wollt ihr genau das für mich tun? Es ist mehr, als ich zu erbitten wage, und doch tue ich es. Wollt ihr meine Sünden auf euch nehmen? Na klar, wir werden ihn... ihn binden? Nun gut, wir werden ihn binden. Nun gut, wir werden ihn binden. Bindet mich mit Orsis Kette, sodass ich selbst in Raserei der Sonne nicht entfliehen kann. Okay, gut, dann würde ich aber sagen... Gut, er ist eigentlich ein guter Mensch, ein guter Vampir. Und hier sieht man es sehr gut. Man kann sein Spiegelbild nicht sehen. Gut, also liebe Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.